Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Pinselschuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Es ist Dienstag, der 20. März. Hier ist FAN, das Magazin. Im Studio Christian Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. Der Winter ist definitiv vorbei. Seit 6.14 Uhr ist nämlich offiziell Frühling. Seltenes Wunder der Natur. Die weltweit einzige weiße Heidschnucke. Und Kampf am Herd. Gesucht wird der Pirate of the Pots. Seit heute Morgen ist es ganz offiziell. Wir können uns vom Winter verabschieden und den Frühling willkommen heißen. Seit 6.14 Uhr ist nämlich Frühling. Und ich finde, das merkt man auch. Die Tage werden länger, die Sonne wird wärmer und die Natur erwacht zu neuem Leben. Und auch bei uns Menschen ist jetzt Schluss mit Winterdepressionen. Doch auch der Frühling hat so seine Tücken. Deshalb haben wir für Sie jetzt ein paar Tipps für die ungewohnt sonnige Zeit. Wenn sich die Parks füllen, im See wieder geplanscht wird und Eisdielen plötzlich Hochkonjunktur haben, kann der Frühling nicht mehr weit sein. Dabei startet jeder anders in die schönste Zeit des Jahres. Schöne Wanderungen machen, draußen sein, die Sonne genießen. Fit zu bleiben, Sport zu machen, Vitamine zu essen, das wäre mein Tipp. Garten umgraben. Bei gutem Wetter einfach mal ein Eis zu essen. Ausschlafen, die Sonne genießen, Eis essen und Lea? Fahrradfahren lernen. Ich glaube einfach positiv denken. Genau, aber ein gesunder Geist ruht bekanntlich nur in einem gesunden Körper. Deshalb ist auch im Frühling UV-Schutz sehr wichtig, selbst wenn Sie nur in der Mittagspause die Sonne genießen. Lichtschutzfaktor 20 ist Pflicht. Helle Typen meiden die Sonne, dunkle Typen dürfen maximal 40 Minuten Sonnenbaden. Nehmen Sie die Sonnenbrille auch mal ab. Denn durch das Licht, das auf die Netzhaut trifft, wird die Produktion des Schlafhormons Melatonin gehemmt und die Laune steigt. Gegen die Frühjahrsmüdigkeit hilft viel Vitamin E, Eisen und Zink. Ein Viertel Liter Orangensaft, ein Achtel Liter Möhrensaft und zwei Teelöffel Weizenkeimöl gemischt. Schmeckt nicht nur gut, sondern weckt auch die Lebensgeister. Trinken Sie viel und essen Sie außerdem wasserreiche Kost, die den Körper entlastet und beim Abnehmen hilft. Zum Beispiel frisches Obst und Gemüse, dazu mageres Fleisch. Um überschüssige Winterpfunde loszuwerden, lassen Sie das Auto ruhig mal stehen und fahren Sie stattdessen mit dem Roller oder dem Fahrrad zur Arbeit. In der Freizeit eignen sich beliebte Outdoor-Sportarten wie Inlineskaten, um auch bei warmen Temperaturen eine gute Figur zu machen. Der alljährliche Frühjahrsputz ist gut für die Seele. Einmal im Jahr Schränke aufräumen und aussortieren schafft Platz für frische Sommermode und lässt den Frühling auch drinnen Einzug halten. Und wie frühlingshaft die Woche wettertechnisch wird, das erfahren Sie natürlich am Ende der Sendung von Alexander Heimann im FAN Wetter. Und jetzt für Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen im Überblick. 2011 sind in Niedersachsen wieder mehr Menschen im Straßenverkehr getötet und schwer verletzt worden als im Jahr zuvor. Laut Innenminister Uwe Schünemann sind für den Anstieg vor allem junge Fahrer und Senioren verantwortlich. Die Zahl der Getöteten stieg um 12%, die der Schwerverletzten um über 9%. Auch bundesweit gab es mehr Verunglückte auf den Straßen. Niedersachsen als Flächenland mit vielen Landstraßen ist aber überdurchschnittlich betroffen. 9 Monate nach dem verheerenden Großbrand in Delmenhorst hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage gegen zwei junge Männer erhoben.
Ihnen wird fahrlässige Brandstiftung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Sie sollen am Pfingstwochenende 2011 in Delmenhorst zwei Papiertonnen in Brand gesetzt haben. Die Flammen griffen auf angrenzende Wohnhäuser über. 25 Wohnungen brannten aus, 3 Menschen wurden verletzt. Mehr als 200 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Laut des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland mittlerweile etwa doppelt so viele Kinder wie vor 20 Jahren per Kaiserschnitt entbunden. Fast jedes dritte Kind in Deutschland kommt somit per Kaiserschnitt zur Welt. Nur halb so viele seien laut Weltgesundheitsorganisation zwingend nötig. Andere Techniken hingegen werden nur noch selten angewandt. Eine Saugglocke kam 2010 lediglich bei 5,3% der Entbindung zum Einsatz, eine Geburtenzange bei 0,6%. Mit Warnstreiks im Nahverkehr, in Kindergärten und bei der Müllabfuhr hat gestern in Niedersachsen und Bremen die zweite Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst begonnen. Wegen des Tarifkonflikts kam es in beiden Bundesländern den ganzen Tag zu erheblichen Beeinträchtigungen. Rund 20.000 Gewerkschaftsmitglieder verweigerten laut Verdi die Arbeit. Viele von ihnen nahmen stattdessen an der zentralen Kundgebung der Gewerkschaften auf dem Opernplatz in Hannover teil. Soweit für Sie das Wichtigste aus Niedersachsen und Bremen im Überblick. Wie läuft's denn eigentlich bei Ihnen zu Hause am Herd ab? Ganz traditionell und gesittet oder doch chaotisch und kreativ? Bei Pirates of the Pots werden momentan eher die außergewöhnlichen Köche Deutschlands gesucht. Über soziale Netzwerke und YouTube konnten sich Interessierte bewerben. So wie Carsten und Oliver. Am Sonntag findet in Hannover das Halbfinale statt. Und Carsten und Oliver wollen genau natürlich wie die anderen Teilnehmer gewinnen. Schwäbisch, Crossover mit Mediterran kombiniert. Zu dem Basilikumspätzle gibt es Involtini vom Kalb, gefüllt mit einer schwarzen Olivenkarbonade und einem Tomatenkompass. Ca. 70 Grad im Ofen weiter ruhen. Dann haben wir unser Tomatenkompassé fertig. Prima. Nachkochen und das bei euch auch mit ins Auge geht. Stimmt für mich ab, damit ich Pirate of the Pots werde.
Absolut spektakulär und lecker sah das aus. Ein spannender Sonntag ist bei solchen Kandidaten definitiv garantiert. Und Sie wollen beim Halbfinale von Pirates of the Pots im Maritim Hotel Hannover dabei sein? Das ist doch gar kein Problem. Ich schenke Ihnen den Sonntagsausflug nach Hannover. Das Einzige, was Sie dafür machen müssen, ist eine Mail zu schreiben. Einfach Name und Telefonnummer an gewinnspiel@fan-television.de. Und schon sind Sie beim Halbfinale von Pirate of the Pots mit dabei. Und die Kunstwerke der Köche dürfen natürlich am Ende auch probiert werden. Haben Sie eigentlich schon einmal eine weiße Heidschnucke gesehen? Wahrscheinlich nicht. Die gibt es normalerweise auch nicht. Doch die Natur, die steckt voller Überraschungen. Wo Sie im Norden die weltweit einzige weiße Heidschnucke sehen können, das erfahren Sie in wenigen Minuten. Bleiben Sie dran. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Clogs, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Willkommen zurück. Heidschnucken sind das Aushängeschild der Lüneburger Heide. Normalerweise sind diese Tiere schwarz, doch im Schafstall Heidetal in der Lüneburger Heide gibt es seit 6 Wochen eine echte Sensation. Dort wurde die weltweit einzige weiße Heidschnucke geboren. Ein echtes Wunder der Natur. Und Annika List hatte sich natürlich nicht nehmen lassen, der kleinen Kleopatra einen Besuch abzustatten. Kleopatra ist das schwarze, das weiße Schaf der Familie. Wie alle Heidschnuckenbabys haben ihre Geschwister und selbst ihre Zwillingsschwester schwarzes Fell. Nur die kleine Kleopatra sticht heraus. Schäfer Thilo Fleischer traut seinen Augen nicht, als die erste weiße Heidschnucke in Deutschland vor 5 Wochen bei ihm geboren wird. Im ersten Moment, das war ja morgens 2:30, ich dachte, es wäre ein Ziegenlamm, was eigentlich auch unmöglich gewesen wäre. Also ich habe wirklich genauso erschrocken geguckt wie die anderen Schafe. Ich konnte es mir echt nicht vorstellen. Eine Laune der Natur und eine Sensation für den Naturschutzpark in der Lüneburger Heide. In dem Schutzgebiet leben mehr als 2500 Schafe und über 2000 Lämmer. Klar, dass Kleopatra etwas ganz Besonderes ist. Nur eine kleine schwarze Strähne hat Kleopatra im Fell. Und auch der Schäfer hat keine Erklärung für die seltene Geburt. Man kann sich das selber nicht erklären, was eigentlich unmöglich ist. Wir züchten hier auf dem hohen Niveau, setzen nur gekürte Böcke ein, da ging dem Bock wohl die Tinte aus. Knapp 10 Kilo schwer und 40 Zentimeter hoch ist das wohl bekannteste Lamm Deutschlands. Weit über Niedersachsens Grenzen hinaus ging die Nachricht. Und nicht nur unter Tierliebhabern ist das kleine Schaf beliebt. Letzten Freitag großer Pressetermin. Und auch Umweltminister Stefan Birkner ist vor Ort und übernimmt die Patenschaft für das ungewöhnliche Lamm. Viel Aufregung für Schäfer Thilo Fleischer. Naja, eigentlich ungewöhnlich, weil wir haben ja doch mehr einen ruhigeren Beruf. Doch bevor es wieder richtig ruhig wird in der Heide, gibt es die nächsten Tage noch einmal etwas Aufregung. Denn nächste Woche soll Kleopatra mit den letzten Lämmern des Winters auf die Heide umziehen. Dann wird es draußen noch einmal richtig laut, wenn gemeckert wird und nach der Mama gesucht wird. Wobei Kleopatra und ihre Mama vermutlich kein Problem haben werden, sich zu finden. Hat halt auch was Gutes, wenn man das weiße Schaf der Familie ist. Kleopatra, die weltweit einzige weiße Heidschnucke, hat ein schönes Zuhause und wird von ihrer Herde auch komplett akzeptiert, da Schafe nämlich keinen Unterschied machen bei der Farbe, also zwischen weiß und schwarz. Doch nicht alle Tiere bei uns in Niedersachsen haben so ein schönes Zuhause. Und deshalb gibt es bei uns jeden Dienstag die FRN-Tierbörse. So natürlich auch heute. Und dazu begrüße ich wieder an meiner Seite Heidi Seekamp vom Tierheim Pferden. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wer ist mit? Sie haben uns keine Heidschnucke mitgebracht, ne? Nein, das nicht. Aber dafür ein kleines Wollknäuel. In Schwarz. Ja, richtig. Das ist nämlich der Milo. Hallo Milo. Und er ist so ganz frisch bei Ihnen. Seit wann denn? Ganz genau. Milo ist seit heute Morgen bei uns. Oh. Und ist wieder ein sogenanntes Fundtier. Sehr jung, also schätzungsweise 9 bis 12 Monate. Ja, und einerseits hoffen wir, dass er doch noch mal irgendwo vermisst wird. Ich glaube, er hat ein bisschen Angst vor der Kamera. Milo, komm mal her, ist alles gut. Aber wie man sieht, ist er sehr wachsam. Sie haben ja auch gesagt, es ist ein Spitz mit drin. Ist das auch so eine Art von Spitzen, dass Sie sehr aufpassen und sehr auf ihr, ne?
Ja, einerseits ist es bei diesem Zwergspitz, er ist allerdings wie gesagt ein Mix, ist es so, dass man ihn auch in einer kleineren Wohnung halten kann und so. Wenn man ein Grundstück bewachen würde, müsste man zum Finnenspitz übergehen. Aber alle, ob Zwerg, Mittel- oder Finnenspitz, super wachsam. Glauben Sie, dass sich vielleicht, wenn jetzt der Besitzer es sieht, dass er sich vielleicht noch melden könnte, wenn es ein Fundtier ist? Oder wie ist da die... Das hoffe ich doch sehr. Richtig, weil das ist ja wirklich schade, also dass man so ein Tier findet, das ist ja wirklich traurig, gerade weil er auch so jung ist, oder? Ja, das war in letzter Zeit aber jetzt schon häufig der Fall, dass gerade junge Hunde auch als Fundtiere gekommen sind, die nicht wieder vom Besitzer abgeholt wurden. Das muss natürlich nicht sein. Ja, du bist jetzt ein bisschen aufgeregt. Hat ein bisschen Angst vor der Technik. Aber ist das ein gutes Zeichen, dass er jetzt so aufpasst? Typisch für die Rasse. Also das sagt mir eigentlich auch wieder, dass da wirklich spitz drin ist. Ne? Denn er ist, wie man sieht, jetzt sehr aufmerksam, wachsam. Das wäre typisch für diese Rasse. Und vor allem natürlich aufgeregt. Ne? Heute Morgen erst gefunden und dann gleich hier ins Fernsehstudio. Von der Art her, also kann man schon irgendwas sagen, ob er mit Kindern zusammen kann? Oh. Also was wir von heute Morgen sagen können, denke ich alle mal ja. Ist natürlich jetzt noch so ein bisschen verfrüht. Er kommt nachher in eine Gruppe von jungen Hunden. Dann kann man sicherlich die nächsten Tage ein wenig mehr darüber sagen. Aber in dem Alter ist eigentlich alles kein Problem, oder? Aber wie man merkt, du könntest auch auf so ein Grundstück gut aufpassen. Da traut sich dann, glaube ich, keiner so schnell rein. Genau. Ach Mensch, aber so ein Süßer, da findet man doch definitiv ein neues Zuhause, dass du nicht zu lang im Tierheim bleiben musst. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich möchte dem kleinen Milo ein neues Zuhause geben oder Sie sind sogar der Besitzer, dann ist auch kein Problem. Sie melden sich einfach unter der unten eingeblendeten Telefonnummer oder schauen im Tierheim in Verden einfach selber mal vorbei. Ich weiß, dass das Team von Heidi Seekamp sich freuen würde, wenn Sie dann einfach mal vorbeischauen. Na, und dann kann da gar nichts schiefgehen. Vielen Dank an Sie, Frau Seekamp, dass Sie wieder bei uns waren mit Milo. Milo würde sich über ein neues Zuhause freuen, aber viel Freude herrscht bei den Schlecker-Mitarbeitern momentan leider nicht. Durch die Insolvenz werden kommende Woche 2200 Märkte in Deutschland geschlossen und fast 12.000 Mitarbeiter entlassen. Der Staat will gegebenenfalls helfen, und zwar mit einer Transferfirma, zum Teil finanziert durch die staatliche Förderbank KfW. Doch darüber wird erst kommenden Montag entschieden. Für die Schlecker-Mitarbeiter heißt es also bis dahin erstmal weiter bangen. Kim Julian Ratjen wollte von Ihnen in Soltau wissen. Was sagen Sie eigentlich zur Situation von Schlecker und seinen Mitarbeitern? Ja, liebe Zuschauer, über 2000 Schlecker-Filialen werden geschlossen. Das bedeutet für ca. 12.000 Mitarbeiter die Kündigung. Die gehen jetzt auf die Straßen und demonstrieren. Und wir wollten von Ihnen wissen, wie stehen Sie zu diesem Vorfall? Naja, das ist natürlich ein großes Problem. Ich meine, der Herr hat kein Geld mehr. Also von was soll er die bezahlen? Die Frage ist natürlich nur, ob der Staat jetzt eingreifen müsste. Der hat ja bei Opel eingegriffen, also in der Autoindustrie, die natürlich für Deutschland sehr wichtig ist. Da haben sie massiv Gelder locker gemacht und dafür gesorgt, dass das weiterlaufen kann. Bin mir nicht sicher, ob es was Vergleichbares vielleicht auch bei Schlecker mal anstände, zumindest vielleicht, dass Gelder locker gemacht werden, dass die jetzt nicht einfach auf der Straße stehen und in Hartz IV rutschen. Grundsätzlich denke ich, es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Ob wir jetzt als gesamte Volkswirtschaft dafür einstehen müssen, dass die Familie Schlecker viel gewirtschaftet hat, lässt sich schwer beurteilen, aber grundsätzlich sollte erst einmal die Unternehmerfamilie aufkommen. Naja, wenn eine Firma pleite geht, geht sie pleite. Wenn ich als Privatmann pleite gehe, gehe ich auch pleite. Dann hängen meine Anhänger auch da dran. Das ist, wie es ist. Das ist Wirtschaft. Es ist natürlich schlimm, wenn so ein großer Konzern wie Schlecker insolvent ist und wenn man so sieht, wie viele Filialen dicht gemacht werden und wie viele Menschen davon betroffen sind letzten Endes, ist schon tragisch, weil jeder Einzelne, der ohne Arbeit dasteht, ist ein einzelnes Schicksal. Ja, und das, ich denke, man hat manchmal den Eindruck, dass die Herrschaften, die diese Entscheidung treffen, gar nicht wissen, was sie dort entscheiden. Ja, ich finde, wenn ein Unternehmen pleite geht, dann ist es halt blöd für die Mitarbeiter, aber ja, kann man nichts gegen tun, groß, denke ich. Auch wenn sie eine Demo dagegen tun, aber ja. Also meinen Sie, dass die Menschen zu Unrecht auf die Straßen gehen und demonstrieren, weil das Schlecker-Unternehmen ja eh nichts tun kann? Oder wie sehen Sie das? Zu Unrecht nicht, kann die Mitarbeiter schon verstehen, dass sie sich da, ich meine, es ist ein Arbeitsplatz, der weg ist. Es ist natürlich, trifft einen persönlich, aber ich denke nicht, dass sie damit Großes bewirken können, weil die werden nicht wieder aufmachen dadurch. Ich sehe die Schuld halt in den Leuten, die das zu verantworten haben. Ich finde das gut, dass die Leute auf die Straße gehen, dass sie dagegen Krach machen, Lärm machen. Ich würde es auch tun. Ja, ich denke, Qualität hält sich auf dem Markt und Schlecker
für die Mitarbeiter tut es mir leid, keine Frage, auf jeden Fall. Aber ich selber habe auch nicht bei Schlecker eingekauft. Von daher hat es auch das seine Gründe gehabt. Und ich denke, ja, so ist halt das Überleben auf dem Markt oder eben auch nicht. Schließung ist beschlossene Sache und ich glaube nicht, dass solch eine Demonstration daran irgendwas ändern wird. Noch vielleicht nochmal zum Andenken wegen des Mindestlohns oder so, dass sowas vielleicht nochmal bewirkt. Weil ich glaube, die haben ja, wurden ja sehr schlecht bezahlt bei Schlecker, wenn mich nicht alles täuscht. Mal angenommen, sie würden besser bezahlt werden. Schlecker musste Insolvenz anmelden. Das würde eventuell bedeuten, dass sie noch weniger Geld hätten und erst recht Filialen hätten schließen müssen. Oder haben sie dann was anderes gedacht? Das kann natürlich auch eine Motivationsfrage sein. Ich sag mal, wenn ich schlechten Lohn kriege, dann sitze ich meine Zeit ab, ohne mich mit dem Unternehmen zu identifizieren und mich dort einzubringen. Das mag natürlich auch am ganzen Image und an dem Wohlbefinden für den Kunden in dem Laden Rechnung tragen. Ja, liebe Zuschauer, die meisten waren sich ziemlich einig. Es ist ein trauriger Vorfall und viele waren auch der Meinung, man sollte deswegen auf die Straße gehen und demonstrieren. Allerdings, wo das Ganze hinführen soll und ob es was bringt, das konnte mir nicht so wirklich einer sagen. Drücken wir den betroffenen Mitarbeitern die Daumen, dass sie in ihrer schwierigen Lage unterstützt werden. Eine BBS-Klasse aus Verden stand jetzt vor der Aufgabe, ein Projekt vollständig in Eigenregie zu planen und zu organisieren. Ein Teil dieser Klasse hat sich dazu entschieden, 80 Kinder einen Tag lang im Wolfscenter in Dörverden zu beschäftigen. Mit Verpflegung und allem drum und dran. Und ob sie das geschafft haben, das erfahren sie natürlich nur, wenn sie morgen wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss.